So, ein Demo, von dem ich nicht genau weiß, warum ich es überhaupt habe. Aber da ist es. Wir hatten eben schon eine Demo in Demo-Länge. Das ist ja süß. Also genau richtig. Warnung vor Inhalten. Mal gucken. Dieses Spiel behandelt sensible Themen und Inhalte darunter. Selbstverletzung, Suizid, Diskriminierung, Geschlechtsdysphorie, Depression, Angststörung, Nacktheit, sexuelle Themen, derbe Sprache, Nutzung legaler Drogen. Okay. Alles okay. Leerer Platz. Mein rechter Platz ist frei. Ewige Lehrer, vernimm die Worte einer Gefangenen. Bitte dich, schick mir einen Fluch, der diese endlose Inflation aufhebt. Wow. Höre den Gesang, dessen Vortrag meine Mentorin mir einst verbot. Meine Seele Fremdes dringt vor in meinen Körper. Meine Seele Fremdes dringt vor in meinen Geist. Gewähre mir ein Auge, das weiter blickt als bis zu meiner Qual. Ui. Nimm meinen Stolz, mein Leid, meine Ketten. Verwandle sie in Macht, Weisheit und Vergeltung. Meine Seele Fremdes dringt vor in meine Magie. Meine Seele Fremdes werde zu meiner Zuversicht. Oh, was ist ein schönes Lied? Geht so. Es fühlt sich gut an, wieder geweckt zu werden. Wer bist du? Okay. Mein Name ist Fortuna, ich bin eine Hexe. Warum hast du mich geschoren? Ich lieber meinen Stolz verlieren würde als meinen Verstand. Klingt amüsant, erzähl mir mehr. Ich wurde vom Oberhauptmann des Zirkels zur Verbannung verurteilt. Der heutige Tag markiert das 20. Jahr meiner 1000-jährigen Strafe. Wow, und ich ertrage es nicht mehr, ich brauche deine Hilfe. Was verwendest du als Zeitmesser? Die Wege der Menschheit, den Planeten Erde. Ah, 200 Menschenjahre, das ist eine Menge, ich verstehe dich. Ich war 5402 Jahre eingesperrt, bis du mich beschworen hast. Die Situation kann einen wirklich übel zusetzen. Ich helfe dir. Ich will zu deinem Vertrauten. Danke, Abrama. Ist jetzt schön, ne? Jetzt mach's dir bequem. Wir werden einen Vertrag besiegeln. Natürlich. Oh. Krasse Visuals. Ich finde es bis jetzt schon sehr imprägnierend, genau. Zunächst einmal möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür, dass du mich aus meiner kosmischen Gefängnis befreit hast. Und natürlich gern geschehen. Ist etwas auf dem Herzen? Eigentlich nicht. Nach all dem, was ich über Behemoth gelesen habe, hätte ich kein so banales Verhalten von dir erwartet. Banal, oh, das hat gesessen. Ich meine, du bist trotzdem furchterregend, aber ich habe mir immer vorgestellt, dass ihr in archaischen Versen sprecht oder so. Okay, also schönes Lächeln hat er nicht. Du gefällst mir. So sehr, dass ich dich die Bedingungen des Vertrages auswählen lasse. Du wirst trotzdem einen hohen Preis für meine Magie zahlen müssen. Es ist mir bewusst, ich mache keine Rückzieher. Gut, dann lass uns mit deiner Ausbildung beginnen. Die Zeremonie erstreckt sich über 5 Tage. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist anzufangen. Du bist bereit, meine Lieblingsmeisterin? Der erste Tag ist vielleicht ein Gespräch, damit wir uns besser kennenlernen. Jetzt. Erzähl mir von dir, was ist dein Spezialgebiet? Ich bin Wahrsagerin. Oh, einer meiner Lieblingsgebiete. Würdest du für mich wahrsagen? Ich kann nicht. Als Teil meiner Strafe hat Eda meine Tarotkarten verbrannt. Eda ist das Oberhaupt meines Zirkels. Mein Auge juckt. Oha, du musst etwas wirklich Schwerwiegendes getan haben, wenn sie dich verbannt und dir deine Magie genommen haben. Ich habe den Untergang meines Zirkus vorausgesagt. Düstere Aussichten, doch inwiefern sind deine Visionen deine Schuld? Nach meiner Vorahnung fraß Verzweiflung den Zirkel auf. Viele Hexen kamen zu mir und suchten Rat, um sich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Aida, fiel das nicht. Das ist die oberste Autorität in unserem Zirkel ist, entschied sie, mich auf diese umherziehenden Asteroiden zu verbannen. Unser Oberhaupt bestimmt, auch wenn alle Zirkel irgendwann untergehen müssen, treibt die Ankündigung ihres Sturzes die Katastrophe nur voran. Ja. Adina befand, meine Kräfte stellen eine große Gefahr für den Frieden innerhalb unseres Zirkels dar.
Abschließend sagte sie, ich müsse lernen, vernünftig zu handeln, statt mich allein auf meine Gabe zu verlassen. Also wurde ich dazu verurteilt, ein Jahrtausend lang zu meditieren, ohne meine Karten. Meine Anwesenheit hier folgere ich, dass du mit dem Urteil eures Oberhaupts nicht einverstanden bist. Ich hatte Angst vor meinem Einfluss. Viele unserer Schwestern vertrauten meinem Rat. Ich bin mir sicher, dass die Alte dachte, ich würde ihre Formatstellung untergraben und mich deswegen vertrauen. Du klingst sehr verbittert darüber. Würdest du sie töten, wenn du Gelegenheit dazu hättest? Nein. Wie ich sehe, hat diese Sonne noch nicht dein Mitgefühl aufgefressen. Gut, ich werde dir helfen, deine Kräfte zurückzugewinnen. Verschaffst du mir neue Tarotkarten? Tarot? Nein. Ich meine, Tarot ist nett, aber zu sehr auf Menschen fixiert, um die verborgenen Wahrheiten des Kosmos erfassen zu können. Du wirst deine eigenen Karten erschaffen. Meine eigenen Karten? Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Überlass die Einzelheiten mir. Geil. Dafür ist diese Ausbildung über 5 Tage da. Du kehrst zurück auf die Hexenschule, Fortuna. Im Laufe dieser Ausbildung gehen wir die 4 Grundelemente der Magie durch. Luft, Wasser, Erde und Feuer. Oh nein, keine Sorge, das wird dir Spaß machen. Außerdem darfst du dir jedes dieser Energien einen Vertrag mit mir besiegeln. Jetzt hol dich aus. Morgen fangen wir mit der unsichtbaren Energie an. Luft. Geil gruselig. Der erste Schultag, bist du aufgeregt? Ich finde die auch sehr witzig. Ich glaube, die wird besonders fies. Wenn ich so sein, freue ich mich einfach nur, etwas anderes zu hören als meine eigene Stimme. Ah, das ist klasse. Heute reden wir über Luft. Ich konzentriere mich auf das, was bei der Erstellung unserer eigenen Wahrsagekarten von Nutzen ist. Verstanden. Luft steht für das Unsichtbare, den negativen Raum. Das, was alles durchdringt. Luft ist das kollektive Unterbewusste, die Energie innerhalb einer Gemeinschaft, das Ökosystem. Luft ist alles, was es umgibt. Luft ist Zusammenhang. Genau. Genau. Meistere deine Luft und du wirst beispiellose Erkenntnisse erlangen. Es liegt Macht darin, seinen Platz zu kennen. Selbst in der Isolation bist du eins mit dem Kosmos. Für den ersten Teil unseres Vertrags werden wir jetzt unsere Luftenergie zusammen versiegeln. Ja? Ja, Katze, streck dich vor dem Monitor. Ja, gerne. Wie versprochen, werde ich dich die Art dieses Zyklus bestimmen lassen. Du musst lediglich eine Frage beantworten. Aber Vorsicht, deine Antworten werden dich auf dein Schicksal auswirken. Dramatisch. Ich bin bereit. Für das Luftsiegel, wie möchtest du wahrgenommen werden? Ich möchte gefürchtet werden. Ich möchte verehrt werden. Ich möchte bemitleidet werden. Auch komme am ehesten noch verehrt. Bereit für dein Agirip? Da komme ich mit. Erwächst du Bewunderung, kannst du die Unterstützung vieler gewinnen, aber sei vorsichtig, dass du nicht von deinem eingebildeten Ich gestürzt wirst. Ich verstehe. Dann lass mich unsere Luftenergien zusammen versiegeln. Oh, hat weh getan. Das fühlt sich gut an. Kannst du die Macht nicht spüren? Doch, ich spüre sie, aber ich habe auch wie kurz vor dem Zerreißen gefühlt. Nun ja, Mädchen, ich bin schließlich ein Behemoth. Was hast du erwartet? Ich weiß. Komm klar. Gut. So, jetzt konzentriere dich auf die kleine Menge Luftenergie, die wir erschossen haben. Wir werden sie verwenden, um unsere erste Karte zu erstellen. Mir ist aufgefallen, dass du eine Zeremonie-Tokonummer für Hexerei im Untergeschoss hast. Gib dich dorthin und ich werde dir das Erschaffen von Karten beibringen. Oh Gott, hier alles klar. Und glaube ich, alles nur Bots. Außer Zyklonia und Revenger. Hm? Metal Jones ist mehr da. Gut. Oder die Anzeige ist mal wieder Blödsinn. Ja, ich habe die Moderationsübersicht auf und die kenne ich noch nicht. Warte.
verzaubertes Opernhaus, das die Gefühle dessen verstärkt, was in seinen Säulen gesungen wird. Energiekosten auswählen, was? Erwirbst du magische Bilder, aus denen du deine Karten schaffen kannst. Es gibt drei Arten. Sphären für die Hintergründe, Arkane für die Hauptfigur auf der Karte und Symbole, um deine Komposition an wenige magischen Pfiff zu verleihen. Die Beschwörung aller Beschwörung aller kostet magische Energie. Vorerst kannst du nur Elemente der Luft erwerben, weil wir aus dem Luftsegel keins erschlossen haben. Ja, gar keine Frage. Nee, wie gesagt, ich bin jetzt im Urlaub ein bisschen am Rumprobieren, um den Stream auch besser zu machen und dass ich mehr Möglichkeiten auch habe und ja, mehr bewirken kann und habe dabei halt eben die Moderatorenansicht gesehen. Und seitdem weiß ich auch, dass ich zu jeder Zeit sehen kann, wer alles online ist. Ja, gut. Vorerst kannst du nur Elemente Luft erwerben, weil wir außer dem Luftsiegel keins erschlossen haben. Aber bleib da ruhig in einem Zauberbuch, um Vorgeschmack auf deine zukünftige Schöpfung zu halten. Haha. So, was ist jetzt? Lehre auswählen. Magische Poststille, ein magisches Waldreich in der faltende Zeit. Nur Vertraute von Hexen gelangen können. Die magische Poststelle ist die schnellste Möglichkeit, Briefe und Pakete von einem Hexenbereich zu einem anderen zu schicken. Hexen schätzen diese Methode, weil es keine bekannte Form gibt, sie zu manipulieren. Aha. Vergessene Fabrik. Kann ich nicht. Aha. Red Strings Club. Ach, Moment. Ein verfluchter Cocktailbar nimmt die Seelen der Inhaber als Geist und gewährt dafür übernatürliche Fähigkeiten, in den Seelen der Gäste zu lesen. Aha. Wir lassen das jetzt erstmal. Wenig Energie. Das könnte man. Nomaden-Himmelskarawane, die besten Händler ihrer Galaxie, da sie keine andere Methode fanden, durchs All zu reisen, rissen sie ein Stück ihres heimatlichen Himmels heraus und nahmen es mit. Ein blauer Nebel voller fliegender Schiffe, die durch die Milchstraße segeln. Aha. Gucken erstmal, was können wir denn noch? Geht auch nicht? Das ist falsche Farbe. Ah, die Straße, der Weg zurück ist tödlich. Straße nach vorne unbekannt. Heilige Prärie. Als Jasmins Mentorin sich zur Ruhe setzte, beschwor sie ein Dutzend Morgen verzaubertes Grasland. Sie bringt durch ein Gedicht der jüngsten Hexe ihres Zirkels. Treibs und Friedhof ist egal, aber hier Opernhaus. Komm, nehmen wir. Oh ja, das ist krass. So, was können wir jetzt hier machen? Das können wir machen. Hafenheroldin. Verkündere neue, aufgefundene Wege, die Heroldin verbreitet, okkulte Entdeckung von Zirkel zu Zirkel, seit sie von der Leiche der Erzhexe Kadema erschaffen wurde. So. Der Schamane. Schamane haben sich seit der Geburt der Sterblichen um Herz und Seele vieler Sterne gekümmert. Diese Sterblichen können einen Schleier der Ideen erhaschen, die wir Hexen ins Licht der Sterne weben. 4. Nehmen wir. Ja, können wir noch was anderes? Den nehmen wir. Wir müssen ja was nehmen. So. Dritter Symbol auswählen. Onyx-Trompete, eine unhörbare Weise, deinen Willen und deinen Verlangen zu verkünden. Dieses Moment hat viele Gegner, doch keiner kann seine Botschaft ignorieren. Aha. Einer der beliebtesten Zauber bei Anfängerhexen mit dem Eiterverfolgungszauber kann nicht nur die Anwenderin fliegen, sie kann auch anderen Wesen Flügel gewähren. Weiß nicht. Schlichterin. Buch die wichtigste Hilfe einer Schlichterin. Alle hineingeschriebene wird sofort ins Referenzzauberbuch übertragen und nach Sichtung durch ein vorgesehenes Buch der Schlichterin kopiert. Verstehe ich nicht. Weiter. Dunk
dunkle Materiebogen. Arcana Bogen zur Jagd auf Geister. Kapitelwesen kann er nicht fressen, aber daher nutzen Elixen ihn manchmal für Scheinkämpfe oder um Wilhelm Tales berühmten Schuss nachzustellen. Mhm. Geht noch weiter? Ja, ich würde sagen, wir müssen diese hier nehmen. Whatever. Mhm. Jetzt erschaffe deine erste Karte. Du kannst den Hintergrund verschieben und die Bilder ziehen, drehen und skalieren. Achso, füge vom Vorrat an den Seiten der Karte so viele Bilder hinzu, wie du möchtest. Ich will einfach dazu. Katze raus. Mhm. So, die Bedeutung einer Karte wandelt sich mit dem Element, die du kombinierst. So. Bisschen langweilig. Elemente Luft neigen zu Beziehung, Gemeinschaft und Karma. Pass gut auf, damit du deinen Wahrsagerstil auf die Konzepte abstimmen kannst, die du am meisten zusagen. Ich verstehe gar nichts. Das war ein bisschen verwirrend. Kann ich ganz nachvollziehen, wie diese Karten eingesetzt werden. Ich verstehe. Wie beim Tarot wird ein wenig Lernen und Übung erforderlich sein, um das wahre Potenzial zu entfalten. Aber sobald du das gemeistert hast, peppen die neuen Karten deine Prophezeiung mächtig auf. Alles wird mehr Sinn ergeben, wenn du probierst, aus den Karten zu lesen. Damit warten wir doch, bis du mindestens zwei Karten erstellt hast. Beim Mischen einer einzelnen Karte wäre die Vorbestimmung zu trivial. Er sieht so übel aus beim Lachen. Ja. Tut mir leid, du musst müde sein. Geh ins Bett und verinnerliche Grundlagen der Luft. Morgen werden wir das Wasser erschließen. Danke, Abrama. Danke dir, Fortuna. Sorge dafür, dass du glücklich wirst. Versprochen. Gute Nacht. Großes Versprechen. Verinnerlicht. Hab keine Angst vor ihm. Werde zu seiner Meisterin. Oh. Was? Fortuna, ich komme. Ja, was ist das denn? Denn kurz wird der Kosmos ewig in Destin Light. Das ist jetzt Absicht, dass sie in komischen Dingens. Was machst du da? Ich dachte, ich könnte mehr in meine Rolle schlüpfen und deine Erwartungen zu erfüllen. Ich dachte, genau so habe ich es verstanden. Ich würde mich lieber auf unsere Studien konzentrieren. Ach komm schon. Nicht nur du freust dich darüber, nach ewiger Gefangenschaft mit jemandem reden zu können. Mach dich mal ein bisschen locker. O werter Vertruder, welch Zauberkunst steht hierzu an? Genau, wir sind witzig. Was? Siehste. Du liebe Zeit, gangert es dir gut. Ach, wie schön. Halt auf, ich geb mich geschlagen. Jetzt komm her und bring mir deine Magie bei. Oh, selbst wenn du Scherze machst, bist du voll bei der Sache. Gut, Konzentration, Abrama. Alles andere wäre echt so humorlos. Beginnen wir mit der heutigen Lektion. Das zweite Element, das wir erschließen, ist Wasser. Wasser steht für Gehalt, Bedeutung, die verborgene Natur der Dinge. Wasser kommt in vielen Formen vor, als Zweck, Verlangen, Willenskraft. Wasser ist alles, was in dir lebt. Wasser ist Gefühl. Das fasst es gut zusammen, ja. Meister, dein Wasser.
muss pinkeln. Nee, Quatsch. Und du hast den Schlüssel zu jedem Herzen, jeder Seele, Empathie und Selbsterkenntnis bergen Macht. Wasser ist nicht meine Stärke, aber ich verstehe. Ja, stimmt. Ja, das ist mir aufgefallen. Doch, keine Sorge, ich bin hier und unterstütze dich. Für den zweiten Teil unseres Vertrages nehmen wir jetzt unsere Wasserenergie zusammen versiegeln. Ja, gerne. Stimmt's für die Art unseres Vertrags? Beantworte die folgende Frage. Und denke daran, deine Antworten werden dich auf dein Schicksal auswirken, dramatisch. Ich weiß, ich weiß. Das Wassersiegel, was ist dein innerstes Verlangen? Macht, Romantik, Wissen. Oh, Wissen, das ist kein sehr verbreitetes Verlangen, aber es gibt Sinn. Erkenntnis ist eine bedeutsame Ressource für eine Hexe. Du kannst kaum warten, was du mit dem neuen Wissen anstellen wirst. Sei dir doch vorsichtig, nicht über einen dieser kosmischen Weiten zu stolpern, die besser unbekannt bleiben. Ich möchte ja nicht, dass mein Lieblingshexe den Verstand verliert. Und jetzt? Ich habe eine Frage. Wann treten die gesamten Verträge, die wir bringen, besiegeln in Kraft? Sofort. So heißen sie, werden in genau diesem Augenblick in das kosmische Rad eingraviert. In der Zeit wirst du das alles begreifen und der Zeitpunkt ihrer Einlösung wird dir auch sehr bewusst sein. Ich verstehe. Eines kann ich dir mit so Gleichgewissheit sagen. Alles eignet sich in der Reihenfolge, in der wir es besiegelt haben. Zunächst bekommst du deine Verehrung, du wirst feststellen, wie die Leute dich anhimmeln, einige Zeit später wirst du neue Quellen des Wissens entdecken. Dann wird geschehen, womit wir deine Erde besiegeln und schließlich in der fernen Zukunft wirst du den Preis bezahlen, auf den wir uns beim Feuersiegel einigen. Ein Preis? Alles, worum du gebeten hast, wird einen Preis haben. Ich hätte deinen Beschwörungszauber ist nicht ohne Grund verboten, was? Möchtest du es dir anders überlegen? Nein. Ich brauche das. Los, besiegeln wir den zweiten Vertrag. Mach dich bereit. Oh, yummi, 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 yummi. Mein Knochen. Mädchen, du hast Kraft. Ich hoffe nur, es ist diese Tour wert. Das wird es sein, hab Vertrauen. Kann ich jetzt eine neue Kraft erschaffen? Gerade erschaffen, ja, wie gestern. Gibt dich ein Untergeschoss. Ups. Schon. Hab ich nicht. Wie könnten wir? Im letzten Krieg vor der Zeit des Hexen durchbohrten die Uralten dieses Land so tief, dass der Planet ständig Lava ausströmt. Die ersten Hexen versuchten das Gebiet zu heilen, indem sie es mit Tränen von Wassergottheiten bedeckten. Die Gewässer von Yashayurti kochen ewig. Rituale mit dem Salz daraus gewähren Zugang zu den tiefsten Gefühlen. Das Schiffswrack-Bibliothek, die Heimat eines Wassergottheit, die alle Briefe sammelt, welche nie abgeschickt wurden und ihre Empfänger nie erreichten. Hexen können dieses verlorene Wissen im Austausch gegen unveröffentlichte Gedichte oder schöne Muscheln erwerben. Abendlichkeit, eine bescheidene Anlegestelle aus Holz, die von einer Hexe mit gebrochenen Herzen verflucht wurde. Die Legende nach kommen Leute nie mehr zusammen, wenn sie sich hier trennen und jemand davon segelt. Da geht auch. Jademönch Wasserfälle, Heimat des Zirkels der Jadeschnitzerin. Die riesige Jademönch-Statue beschützt die Seelen aller Mitglieder. Wird das Herz einer verstohlenen, verstorbenen Nadelhexe zu den Wassern zurückgebracht, kann sie als Sterbliche wiedergeboren werden. In ihrer Erinnerung aber ohne ihre Kräfte. Und sie muss den lebenden Hexen ihres Zirkels dienen. Nehmen wir trotzdem. Oder ich gucke mal weiter. Red Strings Club. Ne, den will ich haben, einfach weil ich das Spiel irgendwann mal spielen möchte. Oder? Mach noch weiter. Den nehmen wir. Na gut, das da geht gar nicht. Großmutter und Kinder, ein Behemoth, der durch Variation einer beliebten Farbe entstand. Immer wenn eine Hexe eine Geschichte erzählt, nimmt die Saat des Wissens den Bodensatz ihrer Worte auf. Geschieht dies oft genug, erscheint ein geringer Behemoth. Jetzt durchstreift der Großmutter den Kosmos und adaptiert Verweise zu magische Wesen. Klingt extrem nett.
Was ist was? Herzogin des Trosts sieht eher aus wie eine Domina. Hat sogar eine Peitsche, oder? Ja. Wir müssen ja sowieso die Wolfsmutter nehmen, oder? Dreimal. Da müsste ja irgendwas gehen. Ja. Das ist bitter, weil aus ihm die unvergossenen Tränen der Toten fließen. Glasdreizack. Das heißt, er lasse nur Verräter bluten. Er ist verschwunden, seit er in dem Verfahren verwendet wurde, dass Adena den Ausschluss aus ihrem Erwachsenen brachte. Ja komm, dann nehmen wir den doch. Gnade, Wohlergehen, Verständigung, Frieden, Macht. Gott von einem Zuzugblick in die Seele der Lieben. Die Liebe der Wolfsmutter ist grenzenlos. Der Dreizack durchdringt Magie und lässt sie Gefühle verströmen. Eine Flut von Wasser kann verborgenes Potenzial freisetzen. Gut. Jetzt komm nach oben. Du wirst für mich aus den Karten lesen. Ich hab doch erst zwei. Ich bin mal echt gespannt. Also, bis jetzt gefällt es mir echt gut. Ist das überhaupt eine Demo? Ja, ne? Zeit für eine Wahrsagung. Ist dein Fachgebiet also für mich durch den Vorgang? Gut, eine Wahrsagung mit zwei Karten. Wie? Wir müssen ausprobieren, ob sie wirklich funktionieren. Also werde ich etwas wahrsagen, das sich gleich überprüfen lässt. Ich werde in deiner Vergangenheit lesen. Oh, das ist kühn. Gefällt mir. Bin bereit. In meiner Karten seit 200 Jahren los. Ich könnte etwas eingeholt sein. Wie ist es einfach? Du bist hier unter Freunden. Ich finde die toll, ne? Irgendwie. Gut, das wird eine sehr einfache Wahrsagung sein. Sehe eine Karte und platziere sie an dieser Stelle, um deine Vergangenheit zu lesen. Los geht's. Doch eine 2. Gefoltert oder vernichtet worden, zahlreiche Male. Du bist älter als dieses Universum. Ja, lesen. Oh, diese Karte dringt tief vor. Ich habe nicht erwartet, dass du gleich beim ersten Ziehen eine derartige Offenbarung erhältst. Ich bin stolz auf dich. Was bedeutet das? Wie kann jemand vor dem Urknall existiert haben? Das ist mit Worten schwer zu erklären. Du weißt auch, dass das Universum sich ausdehnt, oder? Ja. Das Universum dehnt sich über etwas aus. Oder vielleicht sollte ich sagen, über nichts. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Du verstehst, aber im Grunde habe ich vor diesem Universum existiert. Irgendwann wuchs das Universum, in dem du lebst, um mich herum und ich war seinen Regeln unterworfen. Bevor ein Universum uns einfängt, leben Behemoth ohne Gestalt, ohne Masse, ohne Zeit. Es gibt also Universen neben diesem? Ja. Wie sind die so? Unergründlich mit allen nach den Gesetzen dieses Universums entwickelten Sprachen und Codes. Genau. Ah. Denk nicht so viel darüber nach, sonst verlierst du den Verstand. Jedenfalls ist dieser außeruniversischer Natur das, worauf meine Kräfte beruhen. Magie ist nur ein umfassendes Verständnis von der Funktionsweise der Realität. Wow. Zurück zu deiner Ausbildung. Was war das? Ich habe eine Energiefalle gespürt. Das sind deine Karten, die Energie sammeln. Immer wenn du aus ihnen liest, erhältst du passend zur gesunden Karte Energie. Sehr schön. Wahrsagen werden deine Hauptenergiequelle sein, sobald wir unsere Port besiegeln.
Verstehe. Gut, die Karten funktionieren. Die funktionieren ganz wunderbar, muss ich sagen. Ich finde, das sieht so geil dämonisch aus. Ich finde die total super. Ich weiß, dass ich damit falsch liege. Ja, bist begnadet. Danke. Was habe ich vergessen, wie aufregend das ist, die Geheimnisse des kosmischen Rats zu erforschen. Ich freue mich sehr für dich. Ich bin dir sehr dankbar, aber ja. Aha, wir fangen ja gerade erst an. Jetzt gehe ich ausruhen. Morgen wach war auch eine Karte und eine weitere Wahrsagung. Ich freue mich darauf. Gute Nacht. Aber mal lieb dich. Meinst du, du wirst hier ein Wesen wie ihn lieben können? Das ist ein Er. Hat mich, dass es ein Er ist. Für mich ist die sehr weiblich. Es ist halt sehr textlastig, ja. Das ist ein Mädel. In der heutigen Lektion geht es um Erde. Das ist ein mächtiges Element. Waren die anderen nicht auch mächtig? Nun ja, natürlich. Aber dieses hier ist rein das Potenzial. Nach dem wahrsten Sinne des Wortes. Schön, schön. Freut mich, dich so aufgeregt zu sehen. Lass uns bitte mit der Lektion anfangen. Gut, Erde, Erde, Erde. Wie kann ich das zusammenfassen? Erde steht für Entschlossenheit, Befähigung, all das, was dich voranbringt. Erde ist das Fundament, die Unterstützung, Quelle oder auch Richtung deiner Kraft. Erde ist dein Antrieb, Erde ist Stärke. Sie ist es. So ist es. Denk aber daran, dass sie sich nicht nur auf deine eigenen Fähigkeiten auswirkt, sondern auch auf die Unterstützung durch deine Verbündeten. Meine Nase. Oh. Ich habe schon lange nicht mehr im Stream genießt. Wer seine Erde meistert, ist nicht machttrunken, sondern weiß, wo er nach Potenzial Ausschau halten muss. Mutterliebe, Loyalität und Schwesternschaft sind ebenfalls Formen der Erdenergie. Seid ihr wach? Ich verstehe. Für den dritten Teil unseres Vertrages werden wir jetzt unsere Erdenergie zusammen versiegeln. Stell mir die Frage. Denk dran, deine Antworten werden ja. Was möchtest du zur Hauptquelle deiner Zielstrebigkeit machen? Liebe. Unterstützung meiner Freunde, Unterwerfung, Sieg über meine Rivalen, mich selbst, persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung. Das. Ich selbst. Die einsame Wölfin, Das ist die sicherste Einstellung, auf sich selbst zu verlassen. Ich hoffe nur, du brichst nie zusammen, sonst zerspringt deine Willenskraft und es wird niemand da sein, der die Schale aufliest. Och, Quatsch. In Ordnung, ich bin ganz allein so weitergekommen. Du wirst in der Tat stark, das gebe ich zu. Guck mal ganz kurz raus. So, nun gut. Jetzt werde ich unsere Energie zusammen versiegeln. Mach dich bereit. Brauner Stein. Mach jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, danke. So. Oh, diese Macht. Liebe Erdverträge. Diese Mal hätte ich mich fast übergeben. Ja, Erde hat eine enorme Präsenz. Ich habe andere Hexen direkt nach der Besiegung kotzen sehen. Ja. Dann bin ich wohl einer der 10. Oh, darauf kannst du wetten. Du warst die Erste, die bei der Zeremonie nicht geweint hat, obwohl wir noch Feuer besiegen müssen. Diese Element ist selbst für mich schmerzhaft. Oh oh, du schaffst das. Bitte nur noch eins. Jetzt zum... Lass uns Karte erschaffen. So. Machen wir diesmal mal ein bisschen schneller. Wir nehmen einfach die Erste, die passt, weil ich möchte durchkommen und es wird langsam, aber sicher schon ein bisschen lang. Der Feuer geht ja noch nicht. Ich will schon eine Mischung haben. Alles Feuer. Hatte ich die nicht schon? Das ist toll. Juwelenschädelgürtel. Komm, nehmen wir einfach. So, kann ich die nehmen? Kann ich nehmen? Okay, hört sich gut an. Und jetzt geht nur noch das goldene Schaufel. Okay. Stock aus breitem Holz. Okay, die ist auch gut. Vorschlaghammer.
glaube ich nicht. Turmschild. Eisenkolem, ach, da unten. Ja. Ich glaube, wir nehmen die. Ja, ich finde es aber auch insgesamt sehr schön gemacht. So, der kriegt das. Der kriegt. Oh, das ist alles mehrfach da. Ach so, ich kann doof. Weiß ich nicht, wo das war. Da war es. Mhm. Entschlossenheit, Rechtmäßigkeit, Obhut, Ego, Gleichgültigkeit, Stillstand. Achso, hier, Gnade, Wohlergehen, Verstehen, Frieden. Achso, nee, das sind die drei, die ich hab, ja. Machtsphinx, okay. Gut gemacht, komm nach oben, leg mir Karten, ja? Dann können wir wieder neu. Ich habe mich auch gewundert, wie soll ich neue Karten machen, wenn ich gar keine Dings mehr habe. Könnte sein. Du möchtest wieder allmächtig sein, größer als dieses Universum. Du bist zutiefst deprimiert, du sehnst dich nach Seelenruhe. Ich glaube leider, das ist das da. Was meinst du mit wieder? Ich bin bereits allmächtig. Ich bin so genug gemacht, um dir die Erschaffung übermächtiger Wahrsagekarten zu ermöglichen. Wenn diese Karte so mächtig sind, solltest du ja nicht allzu weit neben der Wahrheit liegen, oder? Also gut, ich könnte wohl darauf verzichten, immer wieder eingesperrt zu werden. Ich kann das Ende dieses Universums kaum erwarten, dann kann ich wieder ganz neu anfangen. Steht dieses Universum kurz vor seinem Ende? Mach dir darüber keine Sorgen, Meisterin. Wesen deines Existenzumfangs werden nie auch nur spüren, wie ein Universum endet. Wechsel sind unsterblich, warum sollten wir das Ende der Zeit nicht erreichen können? Ihr seid nicht unsterblich, ihr altert nicht, aber ihr könnt getötet werden. Die Entropie wird allen entführungsfähigen Wesen zusetzen, bevor sie auch nur den Anfang vom Ende erleben könnten. Und du? Nur wir Behemoths können nicht sein. Selbst Götter widerstehen dem Verfall der Wirklichkeit nicht. Alles geht zurück ins Nichts. Ich verstehe nicht ganz. Kannst du auch nicht. Oh, ich glaube, ich werde noch eine Karte ziehen. Oh, wozu? Du bist ein recht schwieriges Wesen der Persönlichkeit. Ich kann einfach nicht sagen, was mit dir los ist. Neben deinem Verlangen muss ich ja fragen, warum verhältst du dich so? Verhalten. Was meinst du mit so? Psst. Die Karten sprechen. Langes. Du möchtest verbergen, wie deprimiert du bist? Nein. Möchtest du mein Freund sein? Du gehst nach meiner Anerkennung? Versuchst mich zu verführen. Ich glaube, das ist es. Kleinen Moment. Wartet mal. Ich mach mal kurz Pause. Okay, du versuchst mich zu verführen. Das ist es. Haha, du versuchst mich über die Karten anzumachen, stimmt's? Ich nein. Ja, das ist die Botschaft der Karten. Versuch nicht, dich rauszubinden. Was steckt dahinter? Ich gebe zu, dass ich einen ausgeprägten Hexenfetisch habe. Hihi, wie schön. Die Katze macht komische Sachen. Oh, gruselig. Wo ist das nicht? Ich rede nicht von Sex. Also nicht nur.
etwas Spannendes und Stimulierendes, Diener einer Hexe zu werden. Eure Begierden sind immer so schillernd. Ich krieg einfach nicht genug von dem Rausch, der aufkommt, wenn ich eine Hexe befriedige. Klingt für mich immer noch pervers. Ich will nicht behaupten, dass es niemand mit Perversion zu tun hat. Ich hab Glück, dass meine Fähigkeiten so verlockend für euresgleichen sind. Was ist denn? Nee. Ach so. Ich glaub es. Nee, mach da nicht. Sowas wusste ich nicht. Sicher. Ich hab Glück, dass meine Fähigkeiten so verlockend für ihresgleichen sind. Katzenprobleme. Ich bin gespannt, wie sich unsere gemeinsame Zeit entwickeln wird. Ich sage voraus, dass es dir bestimmt ist, Dinge aufzuwirbeln. Dramatisch. Du hast jedenfalls eine Vorliebe für Drama. Es ist das, was die Existenz interessant macht. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen verängstigt. Nur ein bisschen? In dieser Wahrsagung bist du ohne Umschweife zur Sache gekommen, was? So mache ich das. Wenn wir heiße Eisen nicht einpacken können, genau. Gut, wie eine normale Unterhaltung führen, genau. Du hast völlig recht. Ich weiß, dass wir mit dir nicht langweilig werden wird. Was ist los? Unterhaltung sitzt zumindest, dass der ein bisschen Ruhe braucht. Sieh dir noch einmal an, was wir bis jetzt durchgemacht haben, breite ich auf die neue Direktion vor. Euer ist das letzte Sieg und sogleich der anspruchsvollste aller Energien. Ich finde es sehr schön bis jetzt. Ich finde es auch sehr charismatisch. Wenn sich ein Zirkel verraten, hättest du diesen Regelverstoß mit der Darbung entdeckt. Wirst du doch gemeldet, oder nicht? Nein. Konflikt, oh oh. Da bin ich wieder. Wie immer. Auch von mir? Ja. Wie fandest du die Zeremonie bislang? Möchtest du irgendwas wiederholen, bevor ich weitermache? Ich glaube nicht, ich habe recht grundlegende Dinge verstanden. Was ist los? Du bist nicht so aufgekratzt wie selbst. Ja, tut mir leid. Ich weiß, gut, nicht meine Lieblingslektion. Aber es steht für den letzten Schritt, bevor unser Vertrag gültig wird, worauf ich mich freue. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Seltsam, dein bisheriges Auftreten ist nicht vermuten, das würde dich freuen, wenn gravierende Steuerung nicht drohen. Ja, aber natürlich, nichts im Kosmos ist mir lieber als solche Adrenalinschübe. Was gibt's denn dann? Weißt du, du hast recht, ich sollte nicht unsinnig Sorgen nachhängen, sondern mich auf unsere Ausbildung konzentrieren. Warum wird er jetzt gerade weinerlich? Ich bin einfach nur launig. Ich mach gerade mal ein bisschen leiser, weil. Das wird ja gerade ein bisschen sehr laut. Das ist nicht unsinnig. Was hältst du davon, wenn wir die Sachen nach heutigen Lektionen mit unseren Karten nachspüren? Das ist vielleicht eine gute Idee. Höllentausch? Das ist der Vorteil, wenn man einer Wahrsagerin beschworen wird. Eva, einverstanden, dieses anspruchsvolle Aufgabe kann der letzte Test für die neuen Karten dienen. Das ist der Abramar, den ich kenne. Für die letzte Lektion musst du geistig bereit sein. Wieso sagt die das? Dann geht's ins Feuer. Dieses Element wird gewöhnlich von den meisten gefürchtet und von jenen mit üblen Absichten ersehnt. Doch Feuer ist vielseitiger, als die meisten Anwendungen von Magie denken. Feuer steht für Widrigkeit, Kampf, alles, was gegen dich ist. Feuer ist Herausforderung, Einschüchterung, der Brennstoff jeder Schlacht. Feuer ist dein Zorn, Feuer ist Konflikt. Genau. Also sieh dich nicht nur die negativen Aspekte der Definition an. Konflikt bedeutet auch Wachstum. Feuer ist einzig dann schlecht, wenn man auf der Feuer ist einzig dann schlecht, wenn man auf der Seite der Verlierer steht. Und selbst in der Niederlage steckt noch viel Wachstum. Wir sind das beste Beispiel dafür. Meister ein Feuer und du wirst alles überwinden, was der Kosmos dir entgegenwirft. Um ehrlich zu sein, jagt Wasser mir mehr Angst ein. Eigentlich habe ich Feuer recht gern. Okay, vielleicht kommen wir deshalb so gut hinaus. Jetzt zum letzten Vertrag. Diese Antwort wird dich auf dein Schicksal auswirken. Tiefgreifend. Ja, ja. So. Was wirst du opfern, um Zugriff auf meine Magie zu erhalten? Eine Unsterblichkeit? Ein Zirkel? Oh. Das Leben desjenigen, den ich am meisten liebe. Den Zirkel, ganz klar. Oh, das ist brutal. Wieso? Das heißt ja nicht, dass alle sterben werden. So könnte ich einfach auflösen, oder? Ja, oder so könnten er von einem mächtigeren Zirkel aufgenommen werden. Oder sie könnten zu einer einzigen urwichtigen Hetze verschmelzen. Alles schon vorgekommen. Es gibt viele Möglichkeiten. Dennoch ist es wild, jeden, den du kennst, als Bezahlung einzusetzen. Möchtest du es dir nicht nochmal überlegen? Nein. Wie du möchtest.
bitte deine Entscheidung in das kosmische Rad eingravieren und beten, dass es nicht zerbricht, wenn die Zeit kommt, den Preis zu zahlen. Mach dich bereit. Feuer und ich. Bumm. Ah, ich krieg keine Luft. Dieser Schmerz, er brennt. Er reißt mein Atom auseinander, das gefällt mir. Ah, hilf mir. Fortuna? Fertig. Alter, wie geil ist das denn? Also, wow. Ende vom Demo? Mach auf. Mach auf. Kapitel 1 Schlichtung. Hä? Was ist passiert? Tut mir leid, ich musste dich wecken. Du hast ein paar Tage lang geschlafen. Du bist tot umgefallen, nachdem wir den Feuervertrag besiegelt hatten. Vielleicht war es zu viel für dich, deswegen habe ich dich ausruhen lassen. Mir ist schwindelig. Und ich hatte die besonderbarsten Träume. Ach ja, was hast du geträumt? Kann mich nicht erinnern, aber es kam mir wie eine Warnung vor. Ich bedauere, dass es nötig war, dich zu wecken, aber du musst dich um etwas Geschäftliches kümmern. Was meinst du? Sieh zum Fenster, du hast Besuch. Dieser Falke, das ist ein Vertrauter meiner Schlichterin. Was ist eine Schlichterin? Schlichtungsbehörde ist eine Verbindung ehemaliger Hexen, die keinen Zirkel angehören und sicherstellen, dass jede Hexe die Gesetze der magischen Pakt befolgt. Sie entscheidet auch über Konflikte zwischen verschiedenen Zirkeln und mischt sich selten in innere Angelegenheiten ein. Die Behörde wurde vor 4000 Jahren gegründet. Daher ist es verständlich, dass du sie nicht kennst. Ja, es geschah während meines Schlafs. Warum wurde sie geschaffen? Nun, die Schlichterin, wie auch der magische Pakt, entstanden nach einer besonders blutigen Hexenkrieg, der damit endet, dass unsere Zirkel 87 Hexen in einem weißen Stern verbrannten. Brutal. Um zukünftige Gräueltaten zu hindern, schworen einige Hexen keine Magie mehr anzuwenden und sich nur noch auf die Wahrung des Friedens zu konzentrieren. Anfangs war das eine hingebungsvolle Gruppe, die Schlimmste vermeiden wollte. Heute bestehen sie größtenteils aus Verbanden, die ihre Schlichtungsbehörde als lebenslange Strafe dienen müssen. Oh, da ist ja einiges viel düsterer geworden, seit ich zum letzten Mal in Schlaf versetzt wurde. Was das geschah vor meiner Zeit, aber Hexenkriege machen mir mehr Angst als die Hexenpolizei. Was meinst du, was die Schlichterin will? Vielleicht haben die Hexen bemerkt, dass ich dich beschworen habe. Das ist unmöglich, meine Künste sind unaufspürbar. Dann gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Laden wir die Schlichterin hier ein. Ja, ich werde mich unsichtbar machen, immer wenn du Besuch bekommst. Übrigens kannst du ein wenig Energie vom Besiegeln des Feuervertrags angesammelt. Vielleicht möchtest du ja neue Karten schaffen, bevor du die Schlichterin einlädst. Gut. Machen wir. Ja. Wir werden es irgendwann ansehen, was dich beunruhigt. Als ob ich dir entkommen könnte. So. Also Karte bauen. Machen wir nichts Großes mehr, weil es ist ja nur die Demo. Nee. Wilde Mischung. Was geht? Verflucht. Nee. Versenktes Schlachtfeld. Krieg hat keinen Sinn. Nehme ich. Eine Fee, die ihre Dienste als dominante Lust versunken ist. Auch komm, wir nehmen es einfach mal. Zack. Und. Unerschöpflicher Krug. Mit einem Ziel. Komm, nehmen wir auch. Zack. Ja, sie kriegt eine brennende Kerze für diese anderen Spielchen. Die kitzelt. Sie kitzelt einen ganz gerne mit dieser Feder.
egal. Badismus. Ablehnung, schlechtes Vorzeichen, Realität, Unheil, Wandel, Wiedergeburt? Nein. Achso doch. Naja, gut. Nicht schön. Noch einer? Darf noch einer? Geht die? Nein. Vergessene Fabrik. Ach komm, wir machen irgendwas. Fertig, mehr gibt's nicht. Ja, Abblümchen. Hallo? Und das Ding machen wir irgendwie länger. Und Kringel dran. Und wir legen da noch ein paar Goldmützen hin. Und ein Ei. Fertig. Whatever. Mithril. Obhut, Ego, Zufriedenheit, Gleichgültigkeit, Stillstand schon wieder. Geht nicht. Ja, fertig. Achso, zack. Dann laden wir die jetzt mal ein. Ist schon wirklich lang, ne? So eine Demo. Mein Name ist Thea. Ich schreibe dir einen Auftrag der Schlichtungsbehörde. Meine Vorgesetzten sind auf deine persönliche Situation aufmerksam geworden und haben mich angewiesen, deinen Fall zu prüfen. Ich möchte dich zu deiner Verbannung befragen und werde das Oberhaupt eures Zirkus versuchen, deine Bestrafung zu bedenken, falls wir sie als übertrieben einstufen. Mit freundlichen Grüßen. Einladen. Da ist er. Ach Gott, auf dem Besen. Oh, wie klassisch. Ach, wie süß. Danke für deinen Besuch, Schlichterin. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass die Behörde mich mit deinem Fall beschäftigt. Ich bin jetzt seit 200 Jahren isoliert. Genau aus diesem Grund nicht hier. Die Richtungsbehörde ist kürzlich auf deine Lage aufmerksam geworden. Wir sind besorgt, ihr könnt dich nachteilig auf die Gemeinschaft auswirken. Übermäßige Bestrafung ruft Groller vor und eine tausendjährige Verbannung. Das ist ein perfektes Rezept für eine Menge böses Blut. Upsa. Oje. Wir alle wissen, wozu eine Hexe mit überschüssigem bösen Blut in der Lage ist. Ich bin hier, um dir zu helfen. Lass mir von deinem Fall und wir werden nach einer Möglichkeit suchen, eine Situation zu verbessern. Danke. Ich habe mich bereits mit Adena, dem Oberhaupt deines Hexenklans, getroffen. Du habest den Untergang eures Zirkels vorausgesagt. Sie erklärte mir, sie habe dich jedoch nicht dafür bestraft, sondern für deinen Umgang mit der Prophezeiung. Anscheinend hast du den Zirkel ins Chaos gestürzt, alle Hexen schlechte Ratschläge erteilt und gesagt, sie sollen sich auf das Ende der Zeit vorbereiten. Und dieses Vorgehen hätte den Zirkel fast vorzeitig vernichtet. Deswegen verbannte sie dich und nahm dir deine Karten, damit du über Umfang und Bedeutung deiner Kräfte meditieren kannst. War die offizielle Version. Mich interessiert, was du dazu zu sagen hast. Meinst du, dass deine Taten falsch waren? Nein, der hat gravierende Vorahnungen, sollte der Gemeinschaft offenbart werden. Genau. Mit dem Urteil aus Rose nicht einverstanden. Das an sich ist nicht gefährlich, aber es ist eine grundgute Zutat im Topf der Gefangenschaft. Das hättest du denn unternommen. Wenn das Ende bevorstünde, würdest du es doch wissen wollen, oder? Ich sollte meine Meinung nicht äußern. Ich muss als neutrale Partei agieren, Fortuna. Nächste Frage. Hältst du deine Bestrafung für angemessen? Absolut nicht. Das ist viel zu übertrieben. Ja. Was ist denn mit der Situation? Es ist entsetzlich. Hilf mir. Oh nein. Wir müssen deine Lage verbessern. Höchste Dringlichkeit. Vielen Dank. Ich glaube, wir können deine Strafe zumindest irgendwie abmildern. Mir ist nach wie vor nicht klar, warum Alina sich mit deiner Tarotkarte mit dem Haupt hat. Ich meine, was kümmert es sie, ob du deine Magie hast oder nicht, wenn du isoliert bist. Das ist etwas, worüber ich in meiner Verbannung nachdenken soll. Schade, denn ich hätte mir gerne die Zukunft voraussagen lassen, wie auch immer. Bevor ich aufbreche, bin ich natürlich darin verpflichtet, dich zu fragen. Hast du etwas zu gestehen? Ehrlich gesagt, erschaffe ich neue Wahrsagerkarten. Oh, wow, das ist kühn. Aber ich glaube, das ist nicht illegal. Oder eine neue Schöpfung hat sie keine Macht. Ich bin allerdings sicher, dass sie nicht erfreut sein wird, davon zu hören.
Du musst das Ordinal doch nicht melden, oder? Ich vertraue auf die Neutralität der Behörde. Natürlich, solange du den magischen Pakt nicht berichtst oder es in einem Prozess relevant wird, geben wir solche Informationen aus unserem Untersuchung nicht weiter. Was ich geschaffen habe, sind jedenfalls keine Tarotkarten. Das ist was Neues. Oh, wirklich? Kann ich es mal sehen? Hättest du gerne eine Wahrsagung? Es ist meine Pflicht, mich zu wissen, dass ein neues Projekt nicht gegen mich ist. Ja, also? Ja, bitte. Wird mir ein Vergnügen sein. Die ist so süß irgendwie, oder? Ich möchte wissen, was die Zukunft im Hinblick auf meine Karriere als Schlichterin bereithält. Also gut, ich werde zwei Karten für dich ziehen. Die erste, um nach Gelegenheit einen guten Umenausschau zu halten, und die zweite, um dich vor möglichen Herausforderungen und Widrigkeiten zu warnen. Nein, wir fangen an. So, ich mache Wissen schneller. So weiß ich. Bloß auf einen höheren Rang befördert werden? Zu. Was da? Oh nein. Nein? Die Schlichterin dürfen keine Beziehung eingehen. Es muss sich nicht unbedingt eine Lebensbeziehung behandeln. Vielleicht ist es ja jemand so inspirierend, dass du zu einer besseren Schlichterin wirst. Oder du kommst wieder in Kontakt mit einem aus deinen Augen verlorenen Freund. Ich kann es mir nicht leisten, mich zu verlieben. Bitte hilf mir. Ich hab doch gesagt, all das kommt mir vor, als würde ich mich verlieben. Du hast eine ausgeprägte amoröse Ader, wie? Mit jemandem auszugehen ist das, was mir aus meinem Leben vor der Zeit als Schlichterin am meisten fehlt. Nun ja, ich werde stark sein. Aha. Das Schlechte. Okay. Der Krieg, man würde dich in den Kampf schicken. Nein. Ach du meine Güte, du wirst eine Hexe töten. Ich? Das ist unmöglich. Gibt es irgendein Szenario, bei dem eine Schlichterin eine Hexe ausschalten könnte? Ja schon, das ist super selten. Diese Hexe müsste dabei erwischt werden, wie sie etwas Schreckliches tut. Zum Beispiel, wenn sie blindwürdig tötet oder im Begriff ist, einen verbotenen Behemoth zu beschwören. Keine Ahnung. Das wäre schlimm, ja. Letzter Ausweg. Zuvor sollten wir immer eine Festnahme versuchen. Beruhigend, das zu wissen. In der Situation, in der du voraus bist, werde ich mein Möglichstes tun, damit niemand stirbt. Das verspreche ich. Ich weiß nicht, ob das sich das wird vermeiden lassen, aber gib dein Bestes. Verstanden. Fantastisch. Ah, so geht's. Bisschen ängstigend, aber auf einen fantastisch. Danke. Deine Gabe könnten eine große Brechung für die Behörde sein. Es ist ein Verbrechen, dass du hier eingesperrt bist. Nun, ich sollte zu der Leitlinie keine Stellung beziehen. Zumindest nicht so eindeutig. Objektiv gesehen ist es jedenfalls richtig, dass deine Fähigkeiten auf diesem verlassenen Felde verschwendet werden. Nun, als Schlichterin kann ich Adenas Strafmaß zwar nicht einfach verwerfen, aber ich werde das Besuchsverbot aufheben. Oh, kannst du das wirklich veranlassen? Ich habe gerade eine Erlaubnis bei der Verwaltung beantragt. Sie tritt in Kraft, sobald mein Schlichterinnenheft einen Mondstempel erhält. Die Schlichtungsformulare im Referenzzauberbuch werden aktualisiert, sobald mein Stift das Papier berührt. Alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, befindet sich bereits im Archiv der Behörde. Ihr Mädels seid ganz schön effizient, was? Es gibt Hexenzirkel im ganzen Universum. Wir können uns ständig hin und her reisen. Aber zum Mondtempel nicht erlauben, genau. Leuchtet ein. Die Idee ist echt toll. Und es ist heute. Du kannst in deinem süßen Asteroidenhaus jetzt Gäste empfangen. Das macht mich glücklicher, als ich es zum Ausdruck bringen kann. Du hast es verdient. Ich freue mich, deinen Schmerz lindern zu können. Vielen lieben Dank. Ich mache nur meine Arbeit. Möchtest du, dass ich einen Zirkel Bescheid sage? Sag es vorerst nur, ihr Jasmin und Dahlia. Ich bin noch nicht bereit, es öffentlich zu machen. 200 Jahre sind vergangen. Ich verstehe. Ich würde beiden einen Falken schicken. Danke nochmal. Und ich sollte mich jetzt auf den Weg machen. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen und danke für die Wahrsagung. Ach, wenn das alles so unheilvoll war. Mach's gut. Sag mir Bescheid, falls es irgendwelche Ärger gibt. Tschüss. Okay. Und Behemoth. Nein? Ups. Es war doch eine Demo, oder? Entstehung einer Hexe? Moment, was spiele ich da? Cosmic Real Sisterhood. Und ich hatte einen 5 Minuten langen Erasmus, was? Wie im Leben, du verarschst mich.
Woher weißt du, dass es 5 Minuten waren? Hast du mitgezählt? Ich schwöre, ich weiß nicht, was er mit mir gemacht hat. Kurz vor dem Höhepunkt habe ich ihn weggestoßen. Er hat sich eine Zigarette gedreht und die geraucht, während er zusah, wie ich mich wand. Als er sie weglegte, kämpfte ich auf dem Tisch noch mit den letzten Zugungen. Du machst mich so neidisch, ich will auch ein Supergaslos haben. Wer hat das angestellt? Tja, er hat mir diesen besonderen Spielzeug hinten reingesteckt. Was? Hä? Aha. Räucherstäbchen, die Cocktails, die er gemacht hat, die Musik, der Geruch des Meeres, die Planeten standen einfach richtig. Was soll ich sagen? Echt cool, es ist wirklich unterhaltsam, von deinem Sexabenteuer zu hören, du solltest ein Buch schreiben. Mir wäre es lieber, wenn das unter uns bliebe. Soll nicht jeder wissen, dass ich eine Sexgöttin bin. Stell dir mal vor, ich müsste die ganzen schmierigen Typen mittleren Alters im Büro abwählen. Stimmt, stimmt. Du solltest mit Sexgöttin-Zeug ein bisschen ruhiger angehen lassen, sonst erwartet dich Ärger. Noch mehr Ärger, meine ich. Ach komm, das waren nur ein paar Schreckmomente. Wo ist das Leben da, wenn ich im Spaß zu haben? Was passiert hier? Such dir jemanden, der halb so gut ist wie ich, damit du merkst, wie viel guter Sex dir entgangen ist, Schwesterchen. Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz mal gucken auf, da. Demo. Das komplette Spiel noch schon da, ja? Hm. Äußerst positiv. Gut. Ist die Demo. So. Such dir jemanden, der halb so gut ist wie ich, damit du merkst, wie viel guter Sex dir entgangen ist. Vielleicht. Was? Was geht's denn da jetzt? Hilfe! Mhm. Ich mach mal weiter, ne? Hier, die. Jedenfalls mal eine Würde. Muss. Oh Leute, was ist denn? Es geht nur um Burger King, genau. Warte. Ja, stimmt, genau. Das ist gut, Menschentum ging auf den Geist. Nimm mal das Meer. Das riecht so gut. Wir sind da, Mädels. Weihen wir unsere Seelen dem Ozean und waschen wir die ganze Scheiße ab, die uns von der Stadt anhaftet. Ganz kaum erwarten, den Meteorschauer zu sehen. Ich werde mir wünschen, dass wir 3 alles hinter uns lassen und so wollen wir leben. Ich liebe euch. Oh, immer so gefühlsduselig. Haha, wir lieben dich auch. Bist du noch Jungfrau? Was? Warum fragst du sowas? Haha. Du bist nie über Redovo und ich hatte nie feste Freunde oder Freundinnen von dir kennengelernt. Ich hatte Sex, aber ich hatte noch keine Beziehung. Versuch nicht, die Kuhle zu geben. Meine Schwester hatte ein einziges Mal in der Schulzeit Sex und das war's. Daran ist nicht verkehrt, ich war nur neugierig. Ich weiß nicht, ich mag Sex, glaube ich. Aber ich finde selten jemanden, der meine Interessen weckt. Also, du wirst irgendwann schon jemanden besonderen finden. Ja, den Behemoth. Wenn sie niemanden findet, ist das auch in Ordnung. Ja, komm, Beziehungen werden überbewertet. Ah, vielleicht. Ja, komm. Ich mach mal ein bisschen. Ja, fahr aus. Hab das gut geschafft. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Es ist immer noch die Demo. Und wir sind über eine Stunde. Ich werde das Abendessen zubereiten. Will ich noch Pizza? Ja. 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 Besserchen, komm sofort. Zack. Hä? Sie ist doch vegan. Was tue ich da? Doch gesagt, sie wäre vegan. Ich finde es schon sehr geil. Aber ich glaube, Red String Club war auch schon sehr, sehr geil. Mach mal. Der
aufmerksam von dir, eine ohne Käse und Fleisch zu belegen. Ja, ist aber war wichtig. Ich würde das jedoch nicht als Pizza bezeichnen. Das ist nur ein leckeres Brot mit Tomatensauce. Wäre gut ohne den Rucola auszukommen. Ach, Käse ist das, was ich am meisten vermisse. Ich hoffe eines Tages, dass es mehr veganen Käse oder sowas ähnliches gibt's. Mhm. Dann bist du noch ein bisschen mit dir schauen. Jeden Moment anfangen. Geh mal ein bisschen durch, oder? Ich möchte ein bisschen Mensch werden. Das heißt, du bist schon ein guter Mensch. Bemühe dich nicht, mir zu schmeicheln. Ich merke es. Es spiegelt sich wieder in Leuten im Büro und jedem Typen, nachdem er studiert hat. Ich bin unausstehlich. Du könntest ein bisschen an deiner Erfahrungsvermögen arbeiten. Ja. Tuna! Und gut, wir haben versprochen, einander keinen Scheiß zu erzählen. Stimmt's, kleines Arschloch? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ach, euch zwei werde ich nie kapieren. Wir sind wohl einfach zwei gemeine Schwestern und mehr hat es damit nicht auf sich. So, Welt retten. Ach komm, du kannst nicht wirklich so selbstlos sein. Doch im Ernst, es beruhigt mich sehr, aus allem, was ich tue. Ganz gleich, ob ich recycelbewusst konsumiere, auf Demonstrationen gehe oder einen Teil meines Einkommens zur Bekämpfung der Armut spende, die Welt fliegt immer in die falsche Richtung. Genau. Wir kommen nicht gegen die auf dem Fahrersitz an. Die Sterne sollten mir helfen, angesichts des Wohlstands nicht aufzugeben. Tut mir leid. Ihr vermöchtet, dass ich dir mit meinen Karten helfe, aus all dem schlau zu werden? Oh ja, bitte. Ich habe den ganzen Tag an deine Tarotkarten gedacht, macht aber nicht getraut, danach zu fragen. Es wird zu lang. Du weißt, dass ich für mich gerne die Zukunft sehe. Bitte leg los. Also gut, was möchtest du wissen? Ich möchte wissen, welches Schicksal die Welt erwartet. Das ist sehr mutig. Bist du sicher, dass du die Tarot darüber befragen möchtest? Ja. Auf das, was wir herausfinden, schrecklich ist? Ja. Ja. Okay. Wir machen einfach. Mäßigkeit. Die Überfolgung wird so viel, dass der Großteil der. Ja, es gibt noch längere. Du wirst den Beginn eines Raumfahrtzeitalters erleben. Allmählich wird die Menschheit sich über das Sonnensystem hinaus ausbreiten. Durch den Klimawandel wird unser Leben nicht mehr aufrechterhalten sein und die Menschen wird ein riesiges Urbenstädte Zuflucht suchen. Erste. Nee, das zweite. Wow, wirklich? Das ist fantastisch. Aber wo warst du das? Du selbst spielst keine andere Planeten betreten können, doch deine Enkel würde es auf dem Mars gut gehen. Haha, du müsst ihn nur haben, oder? Das wird die Erde wegen des Raubbaus zur Eroberung des Weltraums langsam sterben. Ja, ich bin auch nicht mehr lange da. Die Erden werden verschwinden. Im Laufe der Zeit wird die Erde zu einem planetaren Slum verkommen. Halt, hör bitte auf. Du verarbeitest mich, stimmt's? Ich schwöre dir genau, das sagen mir die Karten. Du drückst mich sonst viel vage aus, wie es gibt eine Gelegenheit, dich wieder weiterzuentwickeln oder bald stehst du vor einer Herausforderung. Jetzt klingst du, als würdest du Visionen aus deiner anderen Dimension erhalten oder so. Ja, ich bin auch überrascht. Vielleicht ist es die Energie des Meteorschaus oder irgendwelche Planeten, von denen wir nichts wissen, stehen gerade richtig über meinen Karten. Doch ich sehe so klar vor mir wieder in dein Gesicht. Was ist das Schicksal der Welt? Wie kannst du solche Sachen sagen, ohne mich zu verziehen? Ja? Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Möchtest du immer noch wissen, was du gegen alles unternehmen kannst? Ja klar. Der Teufel. Weiß nicht, ob der gut ist. Deine effektivste Vorgehensweise wird darin bestehen, auf illegale und aggressive Methoden zurückzugreifen. Du wirst eine Guerilla-Propagandagruppe aufbauen, die weltweite Berühmtheit erlangen wird. Nichts, was du tust, wird von dort, oder gib's lieber auf und hab Spaß. Wir machen das da. Du wirst eine Guerilla-Propagandagruppe aufbauen, die weltweite Berühmtheit erlangen wird. Wow, wie bitte? Dass es in Zukunft neben Zeitung, Radio und Fernsehen viele weitere Kommunikationskanäle geben wird. Mhm, das stimmt. Unabhängig von den Medienhäusern und du wirst an der Spitze eines berüchtigten Gruppe stehen, deren Botschaft sich in vielen Ländern verbreitet. Das klingt nicht schlecht. Ich wollte immer in der Lage sein, möglichst viele Leute zu motivieren. Und an der Uni Flugblätter zu verteilen hat sich bis jetzt nicht als sensationell wirksam erwiesen. Tja, Karriere, du wirst dein Megafon bekommen. Toll, ich werde es einsetzen und alle wissen zu lassen, dass wir tief in der Scheiße sitzen. Ich habe nichts erwartet, dass die Karten derart wild und konkret sein würden. Tut mir sehr leid. Nee, schon gut. Es war unheimlich, aber auch amüsant. So, kommen jetzt die Meteoren? Ja. Da war doch schon einer. Na komm. Ja, sie reden noch ein bisschen. Nee, komm.
Ja. Ja. Oh, ja. Zauberei. Ja. Da. Da kommt der Schauer. Ich glaube auch, ne, nachdem ich die Pizza gemacht habe, hat man schon Lust auf mehr, ne? Mhm. Kann die Welt vom Schicksal das Fortuna rausgeben, um seine Chance ist richtig zu machen. Ach, sag das nicht. Gerne. Bitte macht meine Schwester glücklich. Mhm. Hey, wollen Sie nicht wünschen, einen besseren zu werden? Nee, das würde ich mir nicht zum passen. Lieber verwende ich meinen Wunsch, um für meine kleine Schwester zu sorgen. Dass du schon ein guter Mensch bist, hehe. Oh, sei still, verdirb bei meinem tollen Augenblick nicht. Na gut, grüß also. Ich. Ist doch egal. Sag es uns, wie geht's dir? Ja, ich möchte, dass du glücklich bist. Weil es gibt noch etwas anderes. Wie ich es in der Meereskrise. Ich sehe es immer wieder im Tanzen einer Flamme. Wenn ich meine Karten betrachte, merke ich, dass Magie real ist. Trotzdem ermahnen mich alle ständig, ich sei kindlich. Ich möchte keine Frau sein, sondern eine. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Wir machen auch nicht mehr lange. Es geht einfach nicht. Es ist zu lange. Mhm. Ja, du hast das Ende der. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, wir sind auch gleich fertig. Eine halbe Dampfnudel und eine Kopfschmerztablette. Das ist super. Man sollte Kopfschmerztabletten immer mit einem guten Schluck Dampfnudel runterschlucken. Vielen Dank fürs Spielen. Möchtest du wissen, was als nächstes passiert? Du kannst viele Hexen kennenlernen, viele Schlamassel in Ordnung bringen. Jedenfalls geht es heute leider nicht weiter. Du kannst hier aufhören zu spielen, aber ich werde dir ein wenig Energie überlassen für den Fall, dass du weiter mit den Karten-Editor rumspielen möchtest. Wie nett. Wow. Das ist toll. Ja, also das ist Ende des Demos. Wir haben es geschafft. Was ist das? Nee, da ist nichts. Aber ich finde es, also, das hat Spaß gemacht. Ne? Deswegen sage ich mal, weil es sonst wirklich viel zu lang wird, danke fürs Zuschauen. Abo da lassen, Like da lassen und unbedingt mal auf Twitch vorbeischauen. Jeden Montag bis Donnerstag immer von 20 bis Uhr, ja, live. Melky36, ich verlinke es euch unten.